ein praktischer Selbstversuch und ich bin so gespannt, was ihr erfahren werdet. Vor allem bei dem Versuch der Umsetzung. Guten Morgen. Wir alle hören oft Ratschläge und Inspirationen, die sich gut anhören, scheitern aber dann bei der Umsetzung, weil sie uns oft zu komplex erscheinen. Daher heute ein Experiment für uns, wo wir alle sehr interessante Erfahrungen machen können, was sehr leicht umzusetzen ist und uns hoffentlich darüber auch austauschen werden oder zumindest es umsetzen und für uns selbst aufarbeiten. Ich nenne dieses Experiment das Experiment der lebenden Güte. Inspiriert durch das Buch Das Gehirn eines Buddhas, was ich unten in der Infobox verlinkt habe. Ich möchte Euch heute eine Anweisung oder eine Übung geben, die ich aus der Theorie des Buches heraus in ein praktisches Beispiel quasi umgemünzt habe. Und zwar soll es darum gehen, eine bestimmte Person in den Fokus zu nehmen. Es geht darum festzustellen, was die Energie der Liebe auslösen kann. Sucht Euch eine Person in Eurem Umfeld, der Ihr sehr sehr häufig begegnet, aber die nicht zu Eurem engsten Freundeskreis zählt und keine Person, für den Ihr eine besondere Sympathie hegt. Prädestiniert ist ein Kollege oder eine Kollegin, die Ihr bisher eher neutral bewertet habt. Es sollte eine Person sein, die auch hin und wieder mit Euch ein paar Worte wechselt. Wie gesagt, Arbeitsumfeld ist ideal. Aber natürlich geht es auch mit anderen Bekanntschaften oder auch in der weiteren Verwandtschaft mit Nachbarn und so weiter. Jeden Tag, bevor Ihr dieser Person begegnet, sprecht Ihr voller Liebe und Güte folgende Sätze. Nehmen wir einfach mal an, unser Kollege heißt Roland. Ich poste das natürlich auch in der Infobox nochmal. Lieber Roland, mögest du vor inneren und äußerem Schaden sicher sein. Möge dein Körper stark und vital sein. Mögest du wahrhaftig deinen inneren Frieden haben. Mögest du sicher, gesund und glücklich sein und dich wohlfühlen. Lieber Roland, das wünsche ich dir von Herzen. Die Worte, wie gesagt, verlinke ich nochmal in der Infobox. Also, wenn sie Peggy heißt, dann natürlich liebe Peggy. Jeden Tag, irgendwann, bevor man dieser Person begegnet, sprecht ihr dies und denkt an die Person voller Liebe, voller Güte. Das erste für uns jetzt konkret festzustellen wird sein, kannst du überhaupt andere lieben? Hast du überhaupt ein Interesse daran, andere zu lieben und diese Übung durchzuführen? Und nicht nur dich. Kannst du überhaupt, auch wenn es nur für ein Experiment ist, so tun, als ob du zur wahrhaftigen Liebe fähig bist? Wahrhaftige Liebe ist bedingungslos und das bedeutet, dass du nichts dafür bekommst. Keiner wird dir Anerkennung zollen dafür, dass du diese Person jeden Tag mit Liebe überschüttest, quasi ihr Liebe schenkst. Auch diese Person wird davon erst einmal gar nichts mitbekommen. Wenn du nach diesem Video keinen Bock hast, das umzusetzen, oder das blöd findest oder welche Ausrede dir auch immer in den Sinn kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du gar nicht zur echten Liebe fähig bist. Weil du fragst dich einfach, warum sollte ich das tun? Was bekomme ich dafür? Wo ist der Wert für mich, dass ich meine Energie auf eine von mir recht neutral bewertete Person lenke? In unserem Kulturkreis ist es absolut selbstverständlich, dass wir nicht sofort aufgeregt darüber nachdenken, wen wir wählen und uns über die damit zusammenhängenden Erfahrungen freuen, wie so ein kleines Kind. Nein, wir sind skeptisch, wägen ab und denken nach,
Unfug. Lasst uns das einfach mal machen. Lasst uns einfach mal diese Erfahrung machen. Schenken wir einen fremden Menschen, der uns selber gar nicht sonderlich beachtet, einfach mal jeden Tag etwas Liebe. Und dann sprechen wir uns ein paar Wochen wieder. Und dann schauen wir mal, was passiert ist. Bis morgen.